9.3.2019, ich bin heute wieder in der Fluxwerkstatt und ja, wir sind jetzt dabei, unseren Levitationskonverter, den nach Tortor konzipierten Konverter, weiter zu konstruieren bzw. zu bauen, zusammenzusetzen. Das sind jetzt die ersten Teile, die gedruckt sind und wir sehen hier schon mal, das ist von der Schwebeplattform das Teil, was also hier den Rotor zum Schweben bringt. Funktioniert sehr gut. Der sitzt jetzt auch ziemlich stabil in der Levitation. Ja, ich kann auch mal kurz runternehmen. Und zwar sind hier unten eingelassen ein kleiner Magnet, dann kommt ein größerer und dann zum Schluss noch ein größerer Magnet, die also verjüngt, also in der Größe nach unten ausgerichtet sind. Ja, und konzentriert sich hier alles dann hier auf die Mitte. Und in der Mitte sitzt ja der Hallsensor und rundherum sind vier Spulen angeordnet und dann außen ist nochmal ein größerer Ringmagnet aus Ferrit. Ja, und wenn wir den jetzt hier draufsetzen, ja, mit einer Hand ist immer schwierig, aber es geht. Sitzt da auch ziemlich stabil. Ja. Ja, und weiterhin haben wir hier schon mal die Spulen gedruckt. Die sind dann auch mit so einem Tape erstmal zusammengeklebt. Das eigentliche feste Halten der zwei Hälften der Spule wird dann durch die Wicklung erreicht. Ja, und dann gibt es eben noch die Spulengrenze, sag ich mal dazu. Zwei Hälften, die werden dann also hier zusammengesetzt. Und ist alles wunderbar passig. Und zum Schluss haben wir noch, als drittes haben wir dann noch den Spule, den Statordeckel, sage ich dazu. Und hier in dem Loch wird dann ein Elektromagnet eingelassen. Und das hat was zu tun mit dem Magneten, der hier oben sitzt. Das heißt, das ist sozusagen die Bremse. Wenn das System zu schnell wird, dann wird der Elektromagnet aktiviert und zieht dann den Rotor nach oben aus der, ja, aus der Drehbewegung raus. Also das ist nur für den Notfall, wenn es zu schnell wird. Ja, wir können also hier die, ja, ich muss das mal anders anfassen. Wir können also hier die sehr gut hier draufsetzen. Alles sehr passig drin. So. Ja, nachher kommen ja hier noch die Gewindestangen. Also hier, wo die Löcher sind, sind dann die Gewindestangen. Deswegen kann man es auch ungefähr jetzt in die Mitte bringen. Die Spulen sind so, dass man sie auch nach hinten bewegen kann, nach vorne bewegen kann. Und die werden dann hier oben über die über diese kleinen Löcher fixiert. Hier ist dann nochmal jeweils ein Loch angebracht, hier man sehen kann. Und dann werden die über Schrauben fixiert, V4A-Schrauben, die also nicht magnetisch sind. Ja. Und wie man sehen kann, man kann es auch sehr leicht bewegen. Das wird sich dann, wenn das im Puls geschaltet wird, wird sich das dann nicht so wackelnd bewegen, sondern eher gleichmäßig. Ja, soweit zum Innenleben, damit man es also jetzt mal gesehen hat. Nachher werden die Spulen bewickelt. Und dann kann man es ja nicht mehr sehen. Wir haben auch noch eine kleine Veränderung vorgenommen bei den Spulen. Also die sind jetzt hier innen nicht mehr in runter, also nicht mehr als
Zylinder, sondern als Sechseck ausgearbeitet und auch in Sechseckform. Ja, und da kannst du dann wieder draufsetzen. Ja, und der Rotorsitz steht auch still, wenn man ihn festhält. Ja. Momentan ist er noch am Netz, das heißt, richtig hier über einen Transformator wird die Wechselspannung von 230 Volt auf 12 bis 15 Volt Gleichstrom untertransformiert. Aber wir können das auch selbstverständlich an einen Akku anschließen mit 12 Volt, dann funktioniert es genauso. Ja. Soweit dazu, später dann mehr. So, heute ist der 10. März 2019 und ja, wir haben jetzt schon ein bisschen gearbeitet hier an der Weiterentwicklung des EMDR-Levitationskonverters. Jetzt haben wir mal sozusagen hier die Basisstation für die Levitation, die hier unten ist und die ja über einen separaten Anschluss verfügt, haben wir jetzt über eine Leitung an einen 12 Volt Akku angeschlossen. Der hat jetzt gerade eine Spannung von 13, 15, 3. Das Interessante ist, dass ja, wenn sich das in die Levitation sozusagen eingependelt hat, dass dann der Verbrauch eher marginal bzw. nicht feststellbar ist. Und wenn sich das gar dreht hier, dann haben wir den Eindruck, dass dann die Spannung wieder ansteigt. Das kann was zu tun haben mit den Magneten, die ja doch auch Magnetfeld nach unten in Richtung der Spulen der Basisstation, die also hier für die Levitation sorgt, sozusagen wieder eine Rückkopplung gibt auf die Spulen, die sich allerdings überhaupt nicht auf die Levitation selbst auswirkt. Also die ist sicher, das wackelt hier, aber es geht nicht aus der Spur raus, es ist wie sozusagen wie so ein schnell drehender Kreisel. Also man sieht hier, es levitiert. Ja, und wir haben auch mittlerweile die Spulen, sieht man hier, bewickelt. Das sind 500 Windungen drauf, drei verschiedene Stärken. Und zwar einmal 0,16, dann eine hat, glaube ich, 0,6. Und einer hat eine Zwischengröße, ich glaube 0,4 waren das. Und ja, und die wollen wir dann an eine entsprechende Schaltung anschließen. Und werden dann das testen, wie schnell der Rotor hier in die Rotation kommt. Und wie viel dann sozusagen dabei an Energie produziert wird und welche Effekte es noch gibt. So. Also der ist jetzt in Ruhe gekommen, er levitiert und ja, das wird sich jetzt sozusagen über die nächsten Stunden sozusagen auch nicht großartig verändern. Das haben wir gestern schon mal probiert. Ja, also funktioniert der Betrieb mit einem Akku auch genauso.
Und den kann man natürlich dann auch rückladen über die anderen Schaltungen und die Ebenen. Und dann werden wir schauen, wie sich das dann entwickelt. Ja, und den kann man ganz schnell sozusagen erstmal auch mit dem Finger bewegen. Natürlich bin ich jetzt nicht so präzise wie bei einer gepulsten Schaltung, dass das nicht ins Wackeln kommt, aber das spielt hier keine Rolle, weil man kann es auch von oben betrachten. Ja, also die Toleranz nimmt die Spule, die also hier auch noch verschoben werden kann, schon hin. Und so weit schwankt er nicht, dass das also jetzt hier am Spulenkörper schleifen würde. Ja, und dann wird zum Schluss dann natürlich dann noch die zweite Ebene hier drauf gesetzt. Ja. Ja, ob das mit einer Hand gelingt, das mag ich eher bezweifeln. Ja. Hier hinten ist ein bisschen stramm. Ja, mit einer Hand geht das schlecht. Ja, oder doch? Doch. Und dann kann ich das runtersetzen. Ah, doch nicht. Man muss alle Richtungen gleichmäßig fahren, dann geht's auch. So, gleichermaßen geschafft. So, jetzt ist er unten. Und ja, das schaut gut aus. Wie gesagt. Und die Spulen werden einzeln dann so vervollständigt reingeschoben. Soweit dazu.